Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und freue mich heute besonders darüber, dass neben mir ein Namensvetter von mir sitzt, Dr. Christoph Lukas. Er ist Facharzt für Orthopädie mit besonderer Erfahrung in der Kinderorthopädie und auch in der Sportorthopädie. Außerdem hat er, wie ich, einen Info-Videokanal Sportorthopädie Dr. Lukas, den es zu besuchen lohnt. Und natürlich freuen wir beide uns über einen Daumen hoch und ein Kanal-Abo. Aber wenn er nun schon mal aus Bietigheim bei mir zu Gast am Bodensee ist, frage ich ihn doch gleich einmal über ein häufiges kinderorthopädisches Thema aus. Plattfüße sind ein häufiges Thema in der Sprechstunde. Korrekterweise heißen ja im medizinischen Jargon die Plattfüße Knick-Senkfüße. Was ist das eigentlich genau? Was sagt der Orthopäde dazu? Ja, unvorbereitet wie ich bin, habe ich da mal was mitgebracht. Fange ich mit dem Knickfuß an. Der Knickfuß ist eine Fehlstellung, bei der der Rückfuß, also das Fersenbein, gegenüber dem Unterschenkel in X-Richtung abweicht. Der Senkfuß ist eine Abflachung des Längsgewölbes und der Knicksenkfuß ist dann logischerweise die Kombination der beiden Fehlstellungen. Und wie kommt es jetzt zu diesen Fehlstellungen? Physiologischerweise haben Kinder Vorlaufbeginn, O-Beine und auch Füße, die in die O-Richtung abweichen. Durch das schwache Bindegewebe und die Schwerkraft kommt es dann nach dem Laufbeginn zu X-Beinen und Knickfüßen, die sich normalerweise bis zur Einschulung wieder korrigieren. Liegt eine stärkere Bindegewebsschwäche vor, was in unseren Breiten inzwischen durchaus häufig ist, bleibt die Fehlstellung aber auch länger bestehen. Und wie genau diagnostiziert man einen Knicksenkfuß? Klinisch. Erstmal lässt man die Kinder einfach hinstehen, schaut sich die Fußstellung von vorne, von der Seite und von hinten an. Von hinten guckt man auf das sogenannte Too-Many-Toes-Sign, also wenn man von hinten drauf guckt, dass man auf einmal durch die Knickfußfehlstellung mehr Zehen sehen kann, wie normalerweise üblich. Man lässt die Kinder auf die Zehenspitzen stehen. Durch das Anspannen der Fußmuskulatur sollte sich dann der Rückfuß in die Varusrichtung korrigieren und sich ein schönes Längsgewölbe zeigen. Man macht eine Ganganalyse, indem man die Kinder einfach beim Gehen beobachtet, natürlich ohne Schuhe oder Socken. Und auf der Untersuchungsliege kontrolliert man letztlich, ob Druckschmerzen vorhanden sind, Druckstellen oder Ähnliches vorliegen und ob man die einzelnen Fußknochen gegeneinander bewegen kann, ob die flexibel sind. Was macht man denn typischerweise bei Kindern mit einem Knicksenkfuß? Müssen die immer eine Einlage bekommen? Ja. Wenn ein einfacher, flexibler Knicksenkfuß vorliegt und das Kind keine Beschwerden, auch nicht beim Sport hat, macht man erstmal nichts. Man muss sich die Zeit nehmen, die Eltern aufklären. Die Kinder sollen viel barfuß laufen, dass die Fußmuskulatur stimuliert wird. Eventuell etwas spielerische Fußgymnastik, wie zum Beispiel versuchen, einen Bleistift mit den Zehen aufzuheben oder ein Handtuch zusammenzurollen. Und am besten sollte man leichtes, flexibles Schuhwerk nehmen, zum Beispiel auch mal Barfußschuhe. Wenn das Kind aber Schmerzen hat, dann sollte man ihm stützende Einlagen verschreiben, die gleichzeitig auch einen propriozeptiven Reiz setzen. Wichtig, die Fußstellung wird durch die Einlagen nicht auf Dauer korrigiert. Es gibt Studien, dass die Kinder ohne Einlagen als Erwachsene die schöneren Füße haben. Beim starken Knicksenkfuß, der sich nicht gut ausgleicht im Zehenstand, da kann man auch mal Krankengymnastik verschreiben. Und bei sehr starken Knickfüßen, die auch Schmerzen bereiten, gibt es Operationsmethoden mit relativ wenig Aufwand, wo man einen ganz kleinen Schnitt macht, eine Schraube einbringt und dann gegen Ende des Wachstumsalters, so vielleicht mit 12 Jahren ungefähr, die Stellung mit diesem kleinen Eingriff korrigieren kann. Wenn du sagst, es gibt einen einfachen Knicksenkfuß, dann gibt es ja wahrscheinlich auch einen komplizierten. Was ist es denn damit? Ja, es gibt zum Beispiel Knicksenkfüße, die als Folge einer neurologischen Grunderkrankung auftreten oder durch größere knöcherne Fehlstellungen, Fehlbildungen, wo man dann auch über operative Maßnahmen reden muss, die dann größeren Aufwand erfordern. Aber das würde, glaube ich, den Rahmen des Videos sprengen. Und Gott sei Dank ist das jetzt nicht allzu häufig. Aber jetzt wissen wir doch schon deutlich mehr, was der Orthopäde zum Knicksenkfuß sagt. Vielen Dank. Gerne.